Hör zu, kleiner Mann. W. Reich. 4 Geld. Verlagfreie Gesellschaft. Verlagfreie Gesellschaft. 6 Frankfurt 18. Postfach 180132. Auflage 2000. Alle Rechte vorbehalten. Sie nennen dich kleiner Mann, einfacher Mann. Sie behaupten, ein neues Zeitalter habe begonnen. Das Zeitalter des einfachen Mannes. Nicht du behauptest das, kleiner Mann. Es sind vielmehr sie, die Vizepräsidenten großer Nationen, hohe Arbeiterführer, reuige Söhne aus bürgerlichen Familien, Staatsmänner und Philosophen. Sie geben dir eine große Zukunft, fragen aber nicht nach deiner Vergangenheit. Du bist der Erbe einer schrecklichen Vergangenheit. Deine Erbschaft ist wie ein glühender Diamant in deiner Hand. Das sage ich dir. Jeder Arzt, jeder Schuster, Mechaniker oder Erzieher muss seine Fehler und Grenzen kennen, wenn er seinen Beruf richtig ausüben und seinen Lebensunterhalt verdienen will. Seit einigen Jahrzehnten spielst du schon eine führende Rolle auf dieser Welt. Von deiner Denkweise und deinen Handlungen hängt die Zukunft der Menschheit ab. Doch deine Lehrer und Meister klären dich nicht auf, wie du in Wirklichkeit denkst und was du bist. Niemand wagt, jene Kritik an dir auszusprechen, die dich in die Lage versetzen könnte, dein Schicksal selbst zu bestimmen. Du bist frei in nur einem Sinne, frei von der Schulung, dein Leben selbst zu lenken, frei auch von Selbstkritik. Ich habe nie gehört, wie du dich beklagst. Du beförderst mich zum zukünftigen Herrn über mich und die Welt, doch erzählst du mir nicht, wie mein Herr über sich selbst sein soll. Auch sagst du mir nicht, was die Fehler in meinem Denken und Handeln sind. Du lässt es zu, dass Männer, die an der Macht sind, diese für den kleinen Mann ergreifen. Doch du selbst bleibst stumm. Du gibst den Mächtigen oder den unfähigen Leuten mit schlimmen Absichten die Macht, dich zu vertreten. Nur zu spät merkst du immer wieder, dass sie dich betrogen haben. Ich kann dich verstehen, denn unzählige Male habe ich dich nackt gesehen. Körperlich nackt und auch seelisch, ohne Maske, ohne Parteikarte, ohne deine Beliebtheit. Nackt wie ein Neugeborenes, nackt wie ein Feldmarschall in Unterhosen. Du hast dich in meiner Gegenwart beklagt und hast geweint. Du hast über deine Wünsche gesprochen, deine Liebe und deinen Kummer mir verraten. Ich habe dich kennengelernt und verstehe dich. Ich werde dir nun erzählen, wie du bist, kleiner Mann, denn ich glaube ganz ehrlich an deine große Zukunft. Sie gehört dir, da kann gar kein Zweifel bestehen. Doch zunächst betrachte dich selbst, schau dich an, wie du wirklich bist. Pass auf das auf, was dir keiner deiner Führer und Volksvertreter zu erzählen wagt. Du bist ein kleiner, einfacher Mann. Verstehe die doppelte Bedeutung dieser Worte, klein und einfach. Lauf nicht davon. Hab den Mut, dich selbst zu betrachten. Woher nimmst du das Recht, mir solche Sachen zu erzählen? Ich kann diese Frage in deinem ängstlichen Blick erraten. Ich höre diese unpassende Frage aus deinem Mund, kleiner Mann. Du ängstigst dich, einen Blick auf dich selbst zu werfen. Du fürchtest dich vor Kritik, kleiner Mann, so wie du Angst hast vor der Macht, die sie dir versprechen. Denn du würdest nicht wissen, wie man diese Macht gebraucht. Du wagst nicht, dir vorzustellen, dass du dein Ich einmal auch anders erfahren könntest, nämlich frei und nicht eingeschüchtert, aufgeschlossen, nicht berechnend, offen in der Liebe, nicht wegschleichend wie ein Dieb.
in der Nacht. Du verachtest dich, kleiner Mann. Du sagst, wer bin ich denn, um eine eigene Meinung zu haben, um mein eigenes Leben zu bestimmen und die Welt mir zu eigen zu machen? Du hast recht, wer bist du eigentlich, um über dein Leben zu verfügen? Ich werde dir sagen, wer du bist. Von den wirklich großen Männern unterscheidest du dich nur in einem. Einst war der große Mann auch nur ein sehr kleiner Mann, doch er entwickelte eine wichtige Fähigkeit. Er lernte einzusehen, wo er klein war, im Denken und Handeln. Und unter dem Druck von Aufgaben, an denen ihm lag, lernte er immer besser, die Bedrohungen wahrzunehmen, die aus seiner Kleinheit und Kleinlichkeit resultierten. Der große Mann weiß also, wann und inwiefern er ein kleiner Mann ist. Der kleine Mann hingegen weiß überhaupt nicht, dass er klein ist und dass er Angst hat, dies zu wissen. Er verhüllt seine Kleinheit und Enge mit der Illusion von Macht und Größe, der Macht und Größe von anderen. Stolz ist er auf seine großen Generäle, nicht auf sich selbst. Er bewundert den Gedanken, den er nicht hatte, nicht aber den, den er selbst hatte. Je weniger er etwas versteht, desto gründlicher glaubt er daran, es scheint ihm unmöglich, dass jene Ideen richtig sein könnten, die am einfachsten zu begreifen sind. Ich werde zunächst über den kleinen Mann in mir selbst erzählen. Bereits 25 Jahre lang habe ich, schriftlich und mündlich, für dein Recht auf Glück in dieser Welt plädiert. Habe ich dich deiner Unfähigkeit angeklagt, das zu nehmen, was dir gehört, zu sichern, was du in blutigen Schlachten auf den Pariser und Wiener Barrikaden, in der amerikanischen Freiheitsbewegung oder in der russischen Revolution gewonnen hast. Dein Paris endete mit Pétain und Laval, dein Wien mit Hitler, dein Russland mit Stalin und dein Amerika könnte mit der Herrschaft des Ku Klux Klan enden. Du hast es besser verstanden, deine Freiheit zu erobern, als sie für dich und andere zu schützen. Ich weiß das seit langem und konnte nie verstehen, warum du, nachdem du dich einmal mühsam aus einem Sumpf herausgearbeitet hattest, in einem noch tieferen landetest. Bis ich schließlich, langsam und tastend zunächst, herausfand, was dich zu einem Sklaven macht. Du bist dein eigener Leuteschinder. Niemand sonst, niemand außer dir trägt die Verantwortung für deine Versklavung. Niemand sonst. Das ist dir neu, nicht wahr? Deine Befreier erzählen dir, dass deine Unterdrücker Wilhelm, Nikolaus, Papst Gregor, der 28., Morgan, Trupp oder Ford sind. Und deine Befreier heißen Mussolini, Napoleon, Hitler, Stalin. Ich sage dir, nur du selbst kannst dein Befreier sein. Dieser Satz lässt mich zögern. Ich trete auf als Kämpfer für Unverdorbenheit und Wahrheit. Und gerade jetzt, wo ich dir die Wahrheit über dich sagen will, zögere ich, da ich mich vor dir und deiner Haltung gegenüber der Wahrheit fürchte. Die Wahrheit über dich zu sagen, ist lebensgefährlich. Die Wahrheit ist auch lebenserhaltend, doch wird sie zur Ausbeute einer jeden Verbrecherbande. Wenn es nicht so wäre, würdest du nicht sein, was du bist, und du würdest nicht dort stehen, wo du stehst. Mein Verstand sagt mir, heraus mit der Wahrheit, koste es, was es wolle. Der kleine Mann in mir sagt, es ist dumm, sich dem kleinen Mann preiszugeben, sich ihm auszuliefern. Der kleine Mann will nicht die Wahrheit über sich selbst hören. Er will die große Verantwortung nicht, die ihm zukommt. Er möchte am liebsten ein kleiner Mann bleiben oder ein kleiner, großer Mann werden. Er will reich werden oder ein Parteiführer oder ein Legionskommandeur oder Sekretär der Gesellschaft zur Abschaffung des Lasters. Doch er möchte nicht die Verantwortung für seine Arbeit, für Nahrungsmittelversorgung, Wohnungsfragen, Verkehr, Erziehung, Forschung, Verwaltung und was auch immer tragen.
Der kleine Mann in mir sagt: Du bist ein großer Mann geworden, der bekannt ist in Deutschland, Österreich, Skandinavien, England, Amerika, Palästina etc. Die Kommunisten bekämpfen dich, die Bewahrer kultureller Güter hassen dich. Deine Studenten mögen dich gern, deine früheren Patienten bewundern dich. Jene, die an der emotionalen Plage leiden, sind hinter dir her. Du hast 12 Bücher und 150 Artikel über das Elend des Lebens und die Misere des kleinen Mannes geschrieben. Deine Forschungsergebnisse und Theorien werden an den Universitäten gelehrt. Andere große und einsame Männer behaupten, dass du ein sehr großer Mann bist. Du wirst mit den intellektuellen Giganten in der Geschichte der Naturwissenschaften verglichen. Du hast die größte Entdeckung seit Jahrhunderten gemacht, denn du hast die kosmische Lebensenergie und die Gesetzmäßigkeiten der Lebensfunktionen herausgefunden. Du hast die Krebsursachen erklärt. Du musstest von einem Land ins andere gehen, weil du die Wahrheit sagtest. Nimm es jetzt leicht. Freue dich an den Früchten deines Erfolges und an deiner Berühmtheit. In einigen Jahren wird man deinen Namen überall hören können. Du hast genug getan. Mach nun ein Ende und zieh dich auf deine Studien zur Erforschung der natürlichen Funktionsgesetze zurück. So spricht der kleine Mann in mir, der sich vor dir, kleiner Mann, fürchtet. Lange Zeit blieb ich mit dir in engem Kontakt, da ich dein Leben aus eigener Erfahrung kannte und weil ich dir helfen wollte. Ich blieb mit dir in Verbindung, weil ich sah, dass ich dir wirklich half und dass du meine Hilfe wolltest, oft genug mit Tränen in den Augen. Nur allmählich erkannte ich, dass du zwar meine Hilfe gerne annahmst, sie jedoch nicht verteidigen konntest. Das hatte ich dann an deiner Stelle und nahm den Kampf für dich auf. Das tat ich dann an deiner Stelle und nahm den Kampf für dich auf. Dann kamen deine Führer und zerschlugen meine Arbeit. Du bliebst still und folgtest ihnen. Ich hielt die Verbindung zu dir aufrecht, um zu erfahren, wie ich dir helfen konnte, ohne selbst zugrunde zu gehen. Entweder als dein Führer oder dein Opfer. Der kleine Mann in mir wollte dich gewinnen, dich retten. Er wollte von dir mit der gleichen Ehrfurcht behandelt werden, wie du für die höhere Mathematik deshalb empfindest, weil du nicht die leiseste Idee hast, worum es hier überhaupt geht. Je weniger du verstehst, desto eher bist du mit Ehrfurcht zur Stelle. Hitler kennst du besser als Nietzsche, Napoleon besser als Pestalozzi. Ein König bedeutet dir mehr als Sigmund Freud. Der kleine Mann in mir möchte dich gerne auf die übliche Weise gewinnen, nämlich mit den Mitteln des Führers. Mir wird Angst vor dir, wenn gerade der kleine Mann in mir, dir den Weg in die Freiheit zeigen möchte. Du könntest dich in mir entdecken oder mich in dir. Du könntest zu Tode erschrecken und dich in mir umbringen. Deshalb möchte ich nicht länger sterben, nur um deine Freiheit zu sichern, damit du der Sklave von irgendjemandem sein kannst. Ich weiß, du kannst nicht verstehen, was ich gerade sagte. Freiheit, um der Sklave von irgendjemand zu sein, ist nicht gerade leicht zu begreifen. Um nicht länger der Sklave eines einzelnen Herrn zu sein, um der Sklave von irgendjemand zu werden, muss man zuerst den einen individuellen Unterdrücker, Klammer, den Zaren etwa, vernichten. Man kann diesen politischen Mord nicht ohne Freiheitsideale und revolutionäre Beweggründe begehen. Man gründet dann eine revolutionäre Freiheitspartei unter der Führung eines wirklich großen Mannes, zum Beispiel Jesus, Jesua, Marx, Lincoln oder Lenin. Der wirklich große Mann nimmt deine Freiheit todernst. Um sie auch praktisch herzustellen, muss er sich mit vielen kleinen Männern, mit Helfern und Laufjungen umgeben, weil er diese Riesenaufgabe nicht allein vollbringen kann. Außerdem würdest du ihn nicht verstehen und würdest ihn links liegen lassen, wenn er sich nicht mit kleinen, großen Personen umgeben hätte. Umringt von diesen gewinnt er für dich Macht oder ein bisschen Wahrheit oder einen neuen, besseren Glauben. Er schreibt Bibeln, Freiheitsgesetze etc. und rechnet mit deiner Hilfe und deiner Ernsthaftigkeit.
Er zieht dich aus deinem sozialen Schlamassel, um die vielen kleinen Leute zusammenzuhalten, um nicht dein Vertrauen zu verlieren, muss der wirklich große Mann Stück für Stück seine Größe opfern, die er nur in tiefster geistiger Einsamkeit erreichen konnte, weit weg von dir und deinem Alltagslärm und doch in enger Beziehung zu deinem Leben. Um dich führen zu können, muss er hinnehmen, dass du aus ihm einen unerreichbaren Gott machst. Du hättest kein Vertrauen mehr in ihn, wenn er der einfache Mann bliebe, der er einmal war. Ein Mann etwa, der eine Frau liebt, obwohl er keine Heiratsurkunde besitzt. Auf diese Weise baust du dir deinen neuen Herrn auf. Zu dieser Rolle befördert, verliert der große Mann seine Größe, da diese aus deiner Direktheit, Einfachheit, seinem Mut und wirklichen Kontakt mit dem Leben bestand. Die kleinen großen Leute, deren Größe auf den großen Mann zurückzuführen ist, übernehmen die hohen Posten in Finanz, Diplomatie, Regierung, Wissenschaft und Kunst. Und du bleibst, wo du warst, im Sumpf. Du gehst weiterhin in Lumpen um einer sozialistischen Zukunft oder eines Dritten Reiches willen. Du lebst auch in Zukunft in Lehmhütten mit Strohdächern und Wänden, die mit Steinmist bedeckt sind. Doch du bist stolz auf deinen Kulturpalast. Du bist zufrieden mit der Illusion, dass du regierst bis zum nächsten Krieg und zum Untergang der neuen Herren. In anderen Ländern, weit von hier, haben kleine Männer eifrig studiert, wie du darauf aus bist, der Sklave von irgendjemand zu werden. Sie haben daraus gelernt, wie man ohne große geistige Anstrengung ein kleiner großer Mann werden kann. Diese kleinen großen Männer kommen aus deinen Reihen, nicht aus Palästen und Herrenhäusern. Sie haben wie du gehundert und gelitten. Gehundert. Sie haben gelernt, dass 100 Jahre der harten intellektuellen Arbeit für deine Freiheit, des persönlichen Opfers für dein Glück und der Selbstaufgabe für deine Befreiung ein zu hoher Preis für deine neuerliche Versklavung waren. Was wirklich große Freiheitsdenker in 100 Jahren unter Leiden ausgedacht und entwickelt hatten, konnte in weniger als 5 Jahren wieder zerstört werden. Die kleinen Männer aus deinen Reihen kürzen deshalb den Prozess ab. Sie handeln offener und brutaler. Ja, sie erklären dir sogar in wortreichen Reden, dass du und dein Leben, deine Familie und deine Kinder nichts wert sind, dass du dumm und unterwürfig bist, dass man mit dir machen kann, was einem einfällt. Sie versprechen dir nicht deine persönliche Freiheit, sondern nationale Freiheit. Sie versprechen dir nicht menschliches Selbstvertrauen, sondern Respekt für den Staat. Nicht persönliche, sondern nationale Größe. Da persönliche Freiheit und persönliche Größe für dich nur vage Konzepte sind, während nationale Freiheit und die Interessen des Staates dir das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen wie ein Knochen den Hund, applaudierst du ihnen lautstark. Keiner dieser kleinen Männer zahlt den Preis für echte Freiheit, wie es Jesua, Karl Marx und Lincoln taten. Sie lieben dich nicht, sondern verachten dich, weil du dich selbst verachtest, kleiner Mann. Sie kennen dich gut, viel besser als ein Rockefeller oder die Tories. Sie kennen deine schlimmsten Schwächen so genau, wie eigentlich nur du sie kennen solltest. Sie haben dich einem Symbol geopfert und du verhilfst ihnen zur Macht über dich. Deine Herren wurden durch dich allein hochgebracht und werden von dir erhalten, obwohl oder vielmehr gerade weil sie alle Masken fallen ließen. Tatsächlich haben sie dir ungefähr Folgendes gesagt: Du bist ein minderwertiges Lebewesen ohne jede Verantwortung. Und so wirst du auch bleiben. Und du nennst sie Retter, neue Befreier und schreist: Heil, Heil und Viva, Viva!
Deshalb, kleiner Mann, habe ich Angst vor dir. Furchtbare Angst. Denn von dir hängt das Schicksal der Menschheit ab. Mir ist so Angst vor dir, weil du vor nichts so sehr die Flucht ergreifst wie vor dir selbst. Du bist krank, sehr krank, kleiner Mann. Es ist nicht dein Fehler, doch es liegt in deiner Verantwortung, von dieser Krankheit loszukommen. Du hättest dich schon lange von deinen Unterdrückern befreit, hättest du nicht die Unterdrückung toleriert und oft aktiv unterstützt. Keine Polizeimacht auf dieser Welt hätte genug Macht, dich zu unterdrücken, wenn du nur ein wenig Selbstachtung in praktischen Alltagsfragen hättest. Wenn du in deinem Unterbewusstsein wüsstest, dass ohne dich das Leben nicht eine Stunde länger wären würde. Hat dir das dein Befreier gesagt? Nein. Er nannte dich Weltproletarier, aber er erzählte dir nicht, dass du und nur du allein für dein Leben verantwortlich bist, anstatt für die Ehre des Vaterlandes. Das stand in Klammern. Es muss dir einleuchten, dass du deine kleinen Männer zu deinen Unterdrückern gemacht hast und deine wirklich großen Männer zu Märtyrern, dass du letztere gekreuzigt und ermordet hast und sie verhungern ließest, dass dir sie und ihre Bemühungen für dich gleichgültig blieben, dass du keine Ahnung hast, wem du all die Erfüllungen in deinem Leben eigentlich verdankst. Du sagst, bevor ich dir traue, möchte ich zuerst deine Lebensphilosophie kennenlernen. Doch wenn du sie dann hörst, läufst du zu deinem Bezirksanwalt oder zum Komitee gegen unamerikanische Umtriebe oder zum FBI, zur GPU oder zur Yellow Press, zum Ku Klux Klan oder zu den Führern der Proletarier aller Länder. Oder du rennst am Schluss ganz einfach davon. Ich bin kein Roter, kein Schwarzer, kein Weißer oder Gelber. Ich bin kein Christ oder Jude oder Mohammedaner, kein Mormone, Polygamist, Homosexueller, Anarchist oder Boxer. Ich umarme meine Frau, weil ich sie liebe und begehre und nicht, weil ich zufällig eine Heiratsurkunde besitze. Oder weil ich sexuell ausgehungert bin. Ich schlage keine Kinder. Ich fische nicht. Und schieße nicht auf Wild oder Kaninchen. Aber ich bin ein guter Schütze und mag es, ins Schwarze zu treffen. Ich spiele nicht Bridge und gebe keine Partys, um meine Theorien zu verbreiten. Wenn meine Lehrer richtig sind, werden sie sich von selbst ausbreiten. Lehren. Ich unterbreite meine Arbeit keinem Gesundheitsbeauftragten, bevor er sie nicht besser als ich geleistet hat. Und ich bestimme, wer den Wissensstand meiner Arbeit erreicht und die Feinheiten meiner Entdeckung in den Griff bekommen hat. Ich befolge streng jedes Gesetz, wenn es sinnvoll ist, doch ich kämpfe dagegen, wenn es sich als veraltet oder unsinnig erweist. Renn nicht gleich zum Bezirksanwalt, kleiner Mann, denn wenn er anständig ist, tut er das Gleiche. Ich möchte, dass Kinder und Jugendliche ihr körperliches Glück in der Liebe erfahren und dieses ohne Gefahr genießen. Ich glaube nicht, dass, um religiös im guten und wirklichen Sinne des Wortes zu sein, man sein Liebesleben ruinieren muss, dass Körper und Seele starr werden und verkümmern müssen. Ich weiß, dass das, was du Gott nennst, tatsächlich existiert, allerdings nicht so, wie du dir es vorstellst, sondern als kosmische Urenergie im Universum, als deine Liebe in deinem Körper, als deine Aufrichtigkeit und dein Empfinden der Natur innerhalb und außerhalb deiner selbst. Ich würde jedem die Tür weisen, der unter irgendeinem fadenscheinigen Vorwand sich in meine medizinische und erzieherische Aufgabe einmischen sollte. Vor Gericht würde ich ihm einige sehr einfache und klare Fragen stellen, die er nicht beantworten könnte, ohne sich hinterher ewig schämen zu müssen.
Denn ich bin ein Mensch, der arbeitet und weiß, wie es in einem wirklich aussieht, der weiß, das erzählt und der möchte, dass die Arbeit die Welt regiert und nicht Ansichten über die Arbeit. Ich habe meine eigene Meinung und ich kann eine Lüge von der Wahrheit unterscheiden, die ich zu jeder Tageszeit wie ein Werkzeug gebrauche und nach dem Gebrauch sauber halte. Huch, was haben wir jetzt gemacht? Ich habe sehr große Angst vor dir, kleiner Mann. Das war nicht immer so. Ich selbst war ein kleiner Mann unter Millionen kleiner Leute. Dann wurde ich Naturwissenschaftler und Psychiater und ich fand heraus, wie sehr krank du bist und wie gefährlich in deiner Krankheit. Ich musste erkennen, dass es deine eigene emotionale Krankheit ist und keine äußere Macht, die dich jeden Augenblick unterdrückt. Selbst dann, wenn kein Druck von außen da sein sollte. Du hättest schon lange die Tyrannen gestürzt, wärest du innerlich am Leben und gesund gewesen. Deine Unterdrücker kommen aus deinen eigenen Reihen, so wie sie einst aus den oberen Gefilden der Gesellschaft kamen. Sie sind sogar noch kleiner als du selbst, kleiner Mann, denn es bedarf schon einer gehörigen Portion von Kleinheit, dein Elend aus eigener Erfahrung zu kennen und dann dieses Wissen dazu zu benutzen, dich noch besser, noch härter zu unterdrücken. Du hast kein Wahrnehmungsorgan für den wahrhaft großen Mann. Seine Lebensweise, sein Leiden, seine Wünsche, sein Zorn, sein Kampf, alles für dich sind dir fremd. Du kannst nicht begreifen, dass es Männer und Frauen gibt, die unfähig sind, dich zu unterdrücken oder auszubeuten, die vielmehr aufrichtig wünschen, dass du frei, echt und ehrlich bist. Du magst diese Männer und Frauen nicht, denn sie sind deinem Wesen fremd. Sie sind einfach und gerade heraus. Für sie ist Wahrheit, was für dich Berechnung ist. Sie ergründen dich nicht mit Spott, sondern schmerzlich berührt vom Schicksal des Menschen. Du aber fühlst dich durchschaut und witterst Gefahr. Nur dann, kleiner Mann, spendest du ihnen Beifall, wenn viele andere kleine Leute dir sagen, dass diese großen Männer groß sind. Du fürchtest den großen Mann, weil er dem Leben so nahe ist und es liebt. Der große Mann liebt dich ganz einfach als Kreatur, als ein lebendes Wesen. Er möchte dich nicht leiden sehen, so wie du tausende von Jahren gelitten hast. Er möchte dich nicht plappern hören, wie du das seit Jahrtausenden tust. Er möchte dich nicht als Lasttier sehen, weil er das Leben liebt und es frei halten möchte von Leiden und Schande. Du treibst wirklich große Männer bis zu dem Punkt, wo sie dich verachten, wo sie, gequält von dir und deiner Kleinlichkeit, sich zurückziehen, wo sie dich meiden und, was das Schlimmste ist, dich zu bemitleiden beginnen. Solltest du, kleiner Mann, ein Psychiater sein, etwa ein Lombroso, Klammer, Zusatz des Yps, italienischer Arzt, bekannt durch seine Lehren vom geborenen Verbrecher und von den Beziehungen zwischen Genie und Irrsinn. So stempelst du den großen Mann einfach als eine Art Kriminellen ab oder als Verbrecher, der rückfällig wurde, oder als Psychopathen. Denn der große Mann sieht nicht, wie du das Ziel des Lebens in der Anhäufung von Geld oder in der sozial akzeptablen Heirat seiner Töchter oder in einer politischen Karriere oder in akademischen Titeln oder im Nobelpreis. Gerade deshalb, weil er nicht so ist wie du, nennst du ihn genial oder abartig.
wohingegen er bereit ist zuzugeben, dass er kein Genie ist, sondern einfach ein Lebewesen. Du nennst ihn asozial, weil er das Arbeitszimmer oder das Laboratorium mit leerem Geschwätz mit... Nein, Mama. Weil er das Arbeitszimmer oder das Laboratorium dem leeren Geschwätz deiner geselligen Zusammenkünfte vorzieht. Du nennst ihn verrückt, weil er lieber sein Geld für wissenschaftliche Forschung ausgibt, als damit Pfandbriefe und Aktien zu kaufen. Du maßt dir in deiner bodenlosen Verkommenheit an, den einfachen, ehrlichen Mann anormal zu nennen, im Vergleich zu dir selbst, dem Prototyp der Normalität, dem Homo Normalis. Du misst ihn mit deinen kleinlichen Maßstäben und findest, dass er nicht deinen Erwartungen von Normalität entspricht. Du merkst nicht, kleiner Mann, dass du ihn, der dich liebt und dir helfen will, aus dem gesellschaftlichen Leben heraustreibst, weil du dieses unerträglich werden ließest. Wer hat aus ihm das gemacht, als was er nach Jahrzehnten niederdrückenden Leidens erscheint? Du bist es, mit deiner Unverantwortlichkeit, deiner Enge, deinem falschen Denken, deinen unerschütterlichen Axiomen, die nicht einmal 10 Jahre soziale Entwicklung überdauern. Denk nur an all die Dinge, deren Richtigkeit du in den wenigen Jahren zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg beschworen hast. Wie viel von all dem hast du ehrlich als irrtümlich erkannt? Wie viel hast du widerrufen? Absolut nichts, kleiner Mann. Der wirklich große Mann denkt vorsichtig, doch hat er einmal eine wichtige Idee, denkt er weit vorausplanend. Du machst einen Paria aus ihm, kleiner Mann, wenn sein Gedanke sich als richtig und dauerhaft, deiner hingegen als kurzlebig erweist. Indem du ihn zum Paria machst, säst du in ihm die schreckliche Saat der Einsamkeit. Nicht die Saat der Einsamkeit freilich, die große Taten hervorbringt, sondern die Saat der Furcht, von dir missverstanden und schlecht behandelt zu werden. Denn du bist das Volk, die öffentliche Meinung und das soziale Gewissen. Hast du je ehrlich über die enorme Verantwortung nachgedacht, die darin liegt? Hast du dich je gefragt, ob dein Denken richtig ist, vom Standpunkt sozialer Ereignisse auf weiter Sicht oder von dem der Natur oder großer menschlicher Taten, etwa eines Jesua? Nein. Du hast dich nicht gefragt, ob dein Denken irrig war. Stattdessen fragtest du dich, was dein Nachbar darüber sagen würde, oder ob er dich deine Ehrlichkeit Geld kosten könnte. Oder ob dich deine Ehrlichkeit Geld kosten könnte. Dies, kleiner Mann, und nichts anderes hast du dich gefragt. Nachdem du also den großen Mann in die Einsamkeit verbannt hast, vergaßest du einfach, was du ihm angetan hast. Du fuhrst fort, weiter Unsinn zu verbreiten, noch eine kleine Gemeinheit zu begehen, jemandem nochmals eine tiefe Wunde zuzufügen. Du vergisst einfach. Doch es liegt in der Natur großer Menschen, nicht zu vergessen, auch nicht Rache zu nehmen, sondern stattdessen zu verstehen, versuchen, warum du so schäbig handelst. Ich weiß, dass auch dies deinem Denken und Fühlen fremd ist. Doch glaube mir, wenn du 100-mal, 1000-mal, 1.000.000-mal Leid zufügst, wenn du Wunden schlägst, die nicht heilen können, obgleich du schon im nächsten Augenblick nicht mehr weißt, was du getan hast, leidet der große Mann für deine Missetaten an deiner Stelle, nicht weil sie so groß sind, sondern im Gegenteil deiner Kleinlichkeit entspringen. Er möchte gerne wissen, was dich dazu treibt, Dinge wie diese zu tun. Den Ehepartner anzuschwärzen, weil er oder sie dich enttäuscht hat. Dein Kind zu quälen, weil es einem bösartigen Nachbarn nicht gefällt. Einen freundlichen Menschen mit Verachtung zu behandeln und ihn dann auszubeuten. Zu nehmen, wo man dir gibt und zu geben, wo man von dir fordert,
doch nie zu geben, wo man dir mit Liebe gibt, dem Mitmenschen, der bereits am Boden liegt oder zu Boden geht, nochmals einen Tritt zu geben, zu lügen, wo die Wahrheit notwendig wäre, und stets die Wahrheit anstatt die Lüge strafrechtlich zu verfolgen. Stets bist du auf der Seite der Verfolger, kleiner Mann. Um deine Gunst zu gewinnen, kleiner Mann, um deine nutzlose Freundschaft zu gewinnen, müsste sich der große Mann dir anpassen, müsste ebenso wie du reden und sich mit deinen Tugenden schmücken. Doch hätte er deine Tugenden, deine Sprache und deine Freundschaft, wäre er nicht länger groß und wahr und einfach. Der Beweis. Deine Freunde, die so redeten, wie du es von ihnen wolltest, waren nie große Männer. Du glaubst nicht, dass dein Freund irgendetwas Großes erreichen könnte. Im Geheimen. Verachtest du dich. Selbst wenn, oder gerade wenn, du deine Würde am meisten zur Schau stellst, und da du dich verachtest, kannst du nicht den achten, der dein Freund ist. Du kannst einfach nicht glauben, dass jemand, der mit dir am selben Tisch saß oder unter dem gleichen Dach wohnte, irgendetwas Großes erreichen könnte. In deiner Nachbarschaft, kleiner Mann, ist es schwierig, einen Gedanken zu fassen. Man kann nur über dich nachdenken, nicht mit dir. Denn du erstickst ja jeden großen, mitreißenden Gedanken. Als Mutter sagst du zu deinem Kind, das seine Welt entdeckt, das ist nichts für Kinder. Als Professor für Biologie sagst du, das ist nichts für anständige Studenten. Was, sie bezweifeln die Theorie über die Bazillen in der Luft? Als Lehrer sagst du, Kinder schaut man an, aber sie sollen nicht gehört werden. Als Ehefrau sagst du, ha, Entdeckung, du musst mit deiner Entdeckung, du mit deiner Entdeckung, warum gehst du nicht wie jedermann ins Büro und verdienst anständig dein Geld? Doch du glaubst, was in den Zeitungen steht, ob du es verstehst oder nicht. Ich sage dir, kleiner Mann, du hast das Gefühl für das Beste in dir verloren. Du hast es erwürgt und du tötest es, wo immer du es an anderen entdeckst. In deinen Kindern, deiner Frau, deinem Ehemann, deinem Vater und deiner Mutter. Du bist klein und willst klein bleiben. Du fragst mich, woher ich das alles weiß. Ich will es dir sagen. Ich habe dich erlebt. Ich habe mit dir erlebt. Ich habe mich in dir erfahren. Ich habe dich als Therapeutin von deiner Kleinlichkeit befreit. Ich habe dich als Erzieher dazu angeleitet, gerade heraus und offen zu sein. Ich weiß, wie du dich gegen die Aufrichtigkeit wehrst. Ich kenne das Entsetzen, das dich befällt, wenn du deinem wahren, ungeheuchelten Wesen folgen sollst. Du bist nicht nur klein, kleiner Mann. Ich weiß, du hast deine großen Momente im Leben, Augenblicke der Verzückung und der freudigen Erregung des plötzlichen Aufschwungs. Doch du hast nicht die Ausdauer, dich immer höher emporzuschwingen, dich von deiner Verzückung nach aufwärts tragen zu lassen. Du hast Angst vor dem Aufstieg, du fürchtest dich zur Höhe und Tiefe. Du fürchtest dich vor Höhe und Tiefe. Nietzsche hat dir das vor langer Zeit viel besser gesagt, aber er hat dir nicht erklärt, warum du gerade so und nicht anders bist. Er versuchte aus dir einen Supermann, einen Übermenschen zu machen, um das Menschliche in dir zu besiegen. Sein Übermensch wurde dein Führer Hitler und du bliebst der Untermensch. Ich möchte, dass du aufhörst, ein Untermensch zu sein, dass du endlich du selbst wirst, du selbst, anstatt der Zeitung, die du liest, oder der schlechten Meinung, die du von deinem bösartigen Nachbarn zu hören bekommst. Ich weiß, dass du unwissend bist, wie es wirklich in deinem Innersten aussieht. In deinem Innersten bist du wie ein Reh oder dein Gott, dein Dichter oder dein weiser Mann. Doch du glaubst, dass du ein Mitglied der Legion, des Kegelclubs oder des Ku Klux Klans bist. Und da du dies glaubst, handelst du danach. Auch dies wurde dir schon von anderen gesagt, von Heinrich Mann in Deutschland bereits vor 25 Jahren. An Klammer an des Yps
Schlafen Manns, der Untertan. In Amerika von Upton Sinclair, Dos Passos und anderen. Aber du wusstest nichts von Mann oder Sinclair. Du kennst nur den Box-Champion und Al Capone. Vor die Wahl zwischen einer Bibliothek und eine zukünftige Schlägerei gestellt, würdest du dich zweifellos für die Schlägerei entscheiden. I need a short break.